So, Freunde, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von Blood Omen Legacy of Kain. Wir haben das letzte Mal, oh ja, stimmt, wir haben die neuen Items gar nicht ausgerüstet. Ja. Wir haben letztes Mal auf jeden Fall diese Katakomben abgeschlossen, was auf jeden Fall einfach mal eines der krankesten, Abschnitte war in diesem Spiel. Boah, das sieht doch schön aus. So, ich habe was rausgefunden. Ihr habt es vielleicht am Titel der letzten Folge erkannt, aber hier. Der Seelenräuber. Wisst ihr, wie das Ding auf Englisch heißt? Soul Reaver. Ja, der Name des nächsten Teils, ne, Legacy of Kain Soul Reaver, ist ja der nächste Teil der Reihe, der auf jeden Fall auch Let's Played wird von mir, wo wir dann endlich 3D-Grafik haben und einfach ein klassisches Action-Adventure, glaube ich, das wird sehr viel angenehmer. Freue mich auch auf jeden Fall drauf, bin ich sehr gespannt. Aber ja, erstmal müssen wir das Spiel hier natürlich abschließen, ja. Und, ja, jetzt, ist der Weg in der Mitte auf? Ne, warte mal, hier geht's ja nur wieder. Ah. Vielleicht geht's ja hier jetzt endlich weiter, das sieht halt danach aus. Ja, tatsächlich, okay. Und ich habe was rausgefunden. Ich habe mal die Anleitung wieder mal ein bisschen konsultiert hier. Sieht übrigens echt ganz schön scheiße aus, wie Kain steht. Mit diesem Schwert so. Wenn man auf den Dinger steht, im Kreis drückt, ja, über mir ist die kann man sich die, kann man sich die Gespräche nochmal anhören. Ich weiß nicht, ob das auch für Schilder gilt. Ich habe tatsächlich mal in die Anleitung im Spiel geguckt, da stand das. Cool, ne? Okay, gucken wir mal, was hier auf uns lauert. Vielleicht einfach der nächste Speicherpunkt. Ja, da hätte ich ja gar nicht zurückgehen müssen in der letzten Folge. Ha, lustig, lustig, schalalalala. Egal, ich speichere nochmal ab. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt wieder tausendmal. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Boss. Ne, ist ja irgendwie ein Dungeon hier. Und, na, dann muss ich halt wenigstens meine Items nicht immer wieder wechseln, ne? Wenn überhaupt der Soul Reaver hier eine gute Waffe ist. Man weiß es nicht. Oder die Rüstung, die mich irgendwie, keine Ahnung, zwischen den Dimensionen wandeln lässt. Ganz, ganz merkwürdig auf jeden Fall. Aber ja. Schauen wir mal. So, weiter geht's. Was ist das? Ich wusste gar nicht, dass Klinge und Gewand hier waren. Du machst beiden Gegenständen Ehre, Kain. Ich glaube dennoch, dass sie mir besser stehen würden. Die Matriarchin von Avernus, Lady Azimuth. Mit ihren magischen Kräften hat sie durch in Blut geschriebene Runen Dämonen herbeigerufen. Aha. Ist das so? Die hat eine sehr komische Synchronstimme. Ich geh mal weiter. Oh Gott. Zu mir, meine Kinder. Zu mir. Oh oh. Oh. Ach scheiße, ich kann ja gar nicht. Oh, also geschickt, mich aufzuhalten, Kleiner. Ich wollte sagen, ich kann jetzt gar nicht zaubern hier. Das ist natürlich stressig. Geh! Kain! Warte. Ich kack mal auf die gerade. Also nicht wortwörtlich, sondern attack mal erstmal die hier. Das zählt als Treffer, hoffe ich. Wo ist er? Ich muss ja eigentlich nur den Schüssen folgen. Auch wenn ich gerade nicht diese ganz verorten kann. Aua. Meine Kinder werden dich in Stücke reißen. Kommt, ja gut. Meine Dämonen, lasst uns Vampirblut schmausen. Lass den Blut schwitzen. Scheiße. Nein. Oh Gott. Ja, vielleicht sollte ich doch einfach mal den, das mache ich jetzt auch mal. Einfach mal wechseln und dann einfach den Schutzzauber wirken und dann halt schnell wieder die Sachen wechseln. Es ist ein bisschen stressig, aber das hält ja auch lange eigentlich. Seelenräuber. Flammenschwert. Genau, das reicht ja schon erstmal. Die Rüssi muss ich ja nicht wechseln hier. Ja, ich weiß nicht, ich probier's jetzt einfach mal nochmal. Vielleicht sterbe ich auch. Wäre okay. Gibt Schlimmeres. Aha. Mhm. Cool. So. Ach, was ist das denn? Wieso habe ich jetzt wieder kein Mana mehr? Da gibt schon wieder gar keinen Sinn. Ich hasse es. Aha. Ich habe Damage gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Ja, es ist schon, ne? Der Seelenräuber ist schon Meta, sag ich mal.
The Heart of Darkness. Ich verstehe halt wirklich nicht, ich lade einfach nochmal neu, wir machen das nochmal von vorne. Ich verstehe halt wirklich nicht, warum mein Mana halt alle ist. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Mach mich wütend. Falls es überhaupt schützt, der Schutzzauber gegen diese Projektile. Ich werde es halt mal einfach mal testen. So, und ist mein Mana wieder instant alle, oder wie sieht das aus? Nö. Ich verstehe es nicht. Aber muss ich vielleicht auch einfach nicht. Ich wusste gar nicht, dass Klinge und Gewand hier bla, bli, blu. Sonne, Mond und Schuh. Ehre kein. Ich glaube dennoch, dass sie mir besser stehen würden. Die Matriarchin von Avernus, Lady Azimut. Mit ihren magischen Kräften hat sie durch in Blut geschriebene Runen Dämonen herbeigerufen. Lustig, ich habe mir vor der Aufnahme hier eine Banane hingelegt. Ich wollte eigentlich eine Banane essen. Warum habe ich das nicht getan? Sondern erstmal mit Aufnehmen angefangen. Hier, meine Kinder, wir werden Nosgut zusammen zerstören. So. Ja, ja, halt doch deine dumme Fresse! So. Ich weiß halt nicht, wie lange das hier. Wahrscheinlich kann ich das auch nur einmal benutzen, irgendwie jetzt, weil dann ist wahrscheinlich mein Mana wieder alle. Alles sehr traurig. Wenn das so der Fall ist, dann scheiße ich einfach drauf. So. Ich lasse mich mal trotzdem nicht erwischen von den Dingern. Oder versuch's. Mich aufzuhalten, Kleine. Nee, okay, da werde ich nicht getroffen. Sehr schön. Meine Kinder ach, komm. Werden dich in Stücke reißen. Ach komm, wo? Ich weiß nicht, ob das der Schutzzauber sich lohnt. Willst du mich verarschen? Wo bist du hin? Oh. Raste aus. Warum stirbt er jetzt nicht? Was ist das hier für ein Bug, Alter? Danke. Die sterben nicht. Die sterben einfach nicht. Jetzt mal so. Einfach so. Die sterben jetzt einfach mal nicht mehr. Oh, dieses Spiel ist so random, ne? Ich krieg die Krise davon. Ah ja, jetzt funktioniert mein Schwert wieder. Aber auch nur so manchmal, wie es gerade Bock hat. Ich verstehe. Boah, da passt man mir auch schon wieder richtig kirre hier. Darf mir nicht so viel Zeit lassen, auf jeden Fall. The Heart of Dark. Oh, es ist anstrengend. Ja, schieß mich noch weiter weg, bitte. The Heart of Darkness. Ja, dann pause sich weg, danke. Der Boss hält wahrscheinlich wieder 13 Jahre aus. Oh. Oder sie ist einfach tot. Großen magischen Kräfte, weil Lady Azimut kaum ein Problem für mich. Nachdem ihre magische Kraft sie verlassen hatte, fiel sie bald durch meine Klinge. Wir machen das trotzdem nochmal. Ich will nämlich nicht so viel verlieren hier. Ja, ich habe gerade überlegt, wie ich das angehe. War einfach der Anfang, wo ich halt so hart gebumst wurde, ne? Im Grunde genommen, wenn ich so ein, zwei Heart of Darkness verliere, ist es halt so. Aber eigentlich sollte ich mich dann lieber manuell heilen, auch wenn das... Nein! Auch wenn das, warum muss das laden? Auch wenn das halt echt Zeit kostet. Oder was heißt kostet, aber das ist halt so dieses Nervige, ne? Ihr wisst schon. Hin und her wechselnde Items. Ich wusste gar nicht, dass Klinge und Gewand hier waren. Bla 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 bla. Beiden Gegenständen Ehre kein. Ich glaube dennoch, dass sie mir besser stehen würden.
Ich kann aber mal eine Banane nebenbei essen, ne? Lady Azimut. Auch wenn magischen jetzt eigentlich Kräften vorbei ist. Hat sie durch in Blut geschriebene Runen Dämonen herbeigerufen. Mm. So. Nom, nom, nom. Lecker Bananen. Calcium. Mm. Eine schnarke Knochen. Hier, meine Kinder. Wir werden Nosgut zusammen zerstören. Was auch immer. Sie haben dich also geschickt, mich aufzuhalten, Kleiner. So. Hä? Was ist das denn? Meine Kinder werden dich in Stücke reißen. Ich hab sie gewonehittet. Ich hab sie gerade irgendwie gewonehittet und ich verstehe nicht warum. Kräfte, Lady Azimut kaum ein Problem für mich. Nachdem ihre magische Kraft sie verlassen hatte, fiel sie bald durch meine Klinge. Dieses Spiel ist so merkwürdig. Auge, eine Gabe von der Säule der Dimensionen. Damit ermöglichte Azimut Einblick in andere Reiche. Die Säule verlangt nun zurück, was ihr gehört. Dieses Spiel ist so dumm. Warum habe ich sie gewonnen? Das ergibt doch keinen Sinn. Es bringt dich zur rechten Zeit an den rechten Ort. Aha. Wenn du meinst. Ist der Zeitpunkt jetzt? Ich weiß es nicht. Speicherpunkt, schön. Okay, ich meine, ich sag nicht nein, ne? Ich sag mal so, es ist nicht ehrenlos, weil ich habe den Boss regulär besiegt. Wollte es dann nur nochmal neu machen, damit ich weniger Leben dabei verliere. Aber gut, ich nehme den One-Hit gerne an. Ich nehme diesen Preis nicht an. Aber ja, es ist schön. Doch, jetzt habe ich echt noch relativ viel... Also, was heißt relativ? Eigentlich richtig viel Leben, ne? Ich habe immer noch alle Heart of Darknesses, irgendwie 8 Stück oder so. Kann ich das sehen? Ja, 8 Stück. Geil. Ja, schön. Gut. Gucken wir mal, wo es weitergeht hier. Aha, wo sind wir? Ich habe meine Banane gebissen. Ihr müsst die Hoffnung aufgeben, bei mir professionelle Videos zu sehen. Ich esse auch in meinen Folgen, wenn ich das möchte. Das ist mir scheißegal. Mhm. Hoppala. Ja, ich wollte mir die... Okay. Ich wollte das da durchlesen. Na gut, ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal zurück zu den Säulen geportet, oder? Wahrscheinlich die Säulen-Cutscene. Ich kann die nicht voneinander unterscheiden. Auf einmal dieser Hardcut von durch den Wald fliegen plötzlich Säulen. Die Säulen von Nosgoth. Ich werde mir auch, denke ich, wenn ich mit dem Spiel durch bin, auf jeden Fall nochmal irgendwie das alles durchlesen, was hier eigentlich so passiert ist, storytechnisch, weil manchmal reden die in den Cutscenes und Gesprächen so kryptisch, dass ich überhaupt nicht weiß, was eigentlich die Typen so machen, was passiert. Hm. Vor der Säule der Dimension legte ich das Auge von Azimut ab. Die Säule hat die Gabe angenommen. Somit wurde sie wiederhergestellt. Mhm. Gut gemacht. Du hast Möbius Spielzeug gefunden. Azimut begnügt sich nicht mit dem Zusammenrufen der höllischen Horde. Sie hat dazu noch das Zeitflussgerät gestohlen, um die Kreaturen anderer Zeitalter auch in ihren Dienst bringen zu können. Kümmere dich um das Gerät, Kain. Es bringt dich zur rechten Zeit an den rechten Ort. Die Legionen der Nemesis fallen vom Norden her ein und machen alles nieder, was sich in ihrem Weg befindet. Vor nicht allzu langer Zeit trug Nemesis noch den Namen Wilhelm der Gerechte. Er war ein fürsorglicher und gerechter Wohltäter. Als aber seine Armee und er selbst immer mächtiger wurden, war ihm ein Reich nicht mehr genug. Dem Tyrannen fielen so viele Städte, so viele Menschen zum Opfer. Willendorf steht bald dasselbe Schicksal bevor. Nemesis muss gestoppt werden, soll nicht alles verloren sein. Wie kann ein Einzelner eine ganze Armee aufhalten? Du musst die Truppen von Willendorf zusammenziehen. Sie sind die letzte Hoffnung für Nosgoth. Okay. Kaiser Wilhelm ist wieder da. Mensch. Der gibt aber auch nie auf, ne? Mit seinem vereinten Deutschen Reich. Naja, gut. Ja, dann würde ich sagen, was ob Kaiser Wilhelm? Am Ersten Weltkrieg, weiß es nicht. Fuck. Egal.
ja, gut, pass mal auf. Okay, dieses komische Gerätschaft zur rechten Zeit, zum rechten Ort. Ich weiß halt nicht, ob wir das jetzt schon benutzen sollten. Ist das überhaupt ein Item? Also, selbst wenn, ist ja nicht hier irgendwie, ne? Ist ja, was auch immer. Ich würde sagen, ich porte mich aber erstmal wieder zurück. Ich denke mal, das ist sowieso der Ort, wo ich hin muss, sage ich mal. Nach Willendorf wurde das erwähnt, ne? Vielleicht waren wir da gerade, es war ja wieder mein Eingang zu irgendeinem Laden, von daher, da hat rechts sehe ich schon blinken. Aber ja, guck mal, da ist ein Schnellreisepunkt, das ist tatsächlich da, wo wir auch gerade rausgeportet wurden. Das heißt, es geht da ganz normal weiter. Okay, das ist gut zu wissen, dann müsste ich jetzt endlich mal da. Abernus Cathedral, warum ist es da eigentlich immer noch ausgegraut? Ich war da ja eigentlich. In Abernus. Na, ist ja auch egal. Mir sei es egal, Hauptsache hier, ne? Wir kommen weiter. Sag ich mal. Mhm. So. Ich guck gerade mal. Also hier ist es nichts. Behinderung. Ja. Ich benutze die ganzen Zauber auch irgendwie nicht, ne? Sollte ich vielleicht mal öfter tun. Dusche. Sowas zum Beispiel. Behinderung. Behinderung finde ich lustig. Deswegen nehme ich das jetzt. So, warte mal, nee, hier nicht. Aber hier wird es auch nicht sein, ne? Oh doch, warte mal. Merkwürdige Runen sind auf der Metalloberfläche zu sehen. Ich gehe äußerst vorsichtig mit diesem geheimnisvollen Gerät um. Ist das so? Okay, ups. Jetzt habe ich zu weit weg. Ist egal. Ach nein, ist nicht egal. Doch, ist egal. Ich wollte mich ja gar nicht weg. Ich habe mich ja schon geportet. Ich Idiot. Ich Keck. Okay, hier war nichts. Hatte ich eigentlich schon geguckt, ne? Einfach weiter nach unten. Komm, wollt ihr auch ein lustiges Gespräch anhören? Also ich könnte jetzt komplett Soul Reaven hier. Mario einfach. Aber jetzt nicht mehr, weil ich gönne mir deren Blut. Ich will deren Blut haben. War das Anfangsschwert ja richtig lame. Aber geht halt am besten. Also die Keule theoretisch auch, aber... Nee. Die macht auch kein Damage im Zweifel, ne? Die stunt halt nur und dann klappt's nicht und dann, keine Ahnung, ist alles Käse. Ja, das war sehr gut. Was ist denn gerade los? Okay. Ja, moin, Alter. Ich krieg grad einfach legit mit diesem Penis hier mehr Damage als durch den Boss. Was ist das denn gerade? Meine Fresse. Hurensohn. Und dann gibt's ja auch noch so wenig Blut. Der Geist Ariels würde mich nach Willendorf führen. Sollte ich das nächste Mitglied des Kreises vernichten, musste ich seine Machenschaften durchschauen. Dies immer im Hinterkopf, machte ich mich auf den Weg nach Willendorf. Aha. Aber erstmal gehst du hier durch den Tümpel, würde ich sagen. Mhm. Bisschen rauszoomen hier. Okay. Hier ist nichts. Oder geht das hier irgendwie in den Wald rein? Ich glaube nicht so ganz, dass hier nichts ist, ne? Muss ich ja einfach mal sagen an der Stelle. Aber hier ist nichts. Das ist ja lächerlich. Na gut. Dann halt nicht. Okay. Sehr merkwürdig. Ich werde mich jetzt, glaube ich, doch mal überall Soul Reaven hier, damit ich einfach kein Damage kriege von diesen Bastarden. Schalala. Sag ich die Uhr? Ach, ist schon bald wieder vorbei, die Folge. Aber wir haben ja was geschafft. Wir haben Boss geslayed. Und sind jetzt schon im nächsten Dorf, ne? Kann man mal machen, auf jeden Fall. So, Bastard. So, einfach weg mit euch. Einfach weg. Mit dir auch. Schwupp. So, dann pelle ich mal den Rest meiner Banane. Das habe ich wirklich gesagt. Ja. So. Mal irgendwann hier. Vielleicht erzählt er was dazu. Da war ich schon mal.
Da sagt er nichts. Okay. Ups, ich will mal testen. Kann ich mir das jetzt? Tatsächlich, ich kann es mir nochmal angucken. Geil. Okay, gut zu wissen. Okay. Ich mir vorstellen, dass ich das Viech platt machen muss. Ja, guck mal, verschwinden die. Aber der nicht. Oh. Okay. Hui. Sei stressig, ey. Was bringt mir eigentlich meine neue Rüstung? So mit diesem Diesseits- und Jenseits-Kram würde ich ja eigentlich denken, dass ich damit so ein bisschen unverwundbar bin oder halt irgendwie so Chance-Time habe, dass ich nicht getroffen... Ja, das war jetzt natürlich sehr klug. Dass ich so nicht getroffen werde, aber dem scheint es nicht so ganz zu sein. Das war unfair. Wäre ich wieder direkt getroffen? Na, danke. Auch. Oh, überall Bastard in diesem Spiel, ey. Schlimm. Hätte ich viel Damage genommen, ordentlich, ne? Ist schon scheiße, sag ich mal. Okay. Hier wahrscheinlich wieder Abernus, ne? Ja. Den könnte ich eigentlich echt leicht aussaugen, aber nö. Lindorf. Okay. Okay, kann ich auch nicht rein? Scheinbar. Ach komm. Ich gönn mir Blut. Ich nehme mal die Keule. Weil jetzt nie mir mehr. Vielleicht verspricht mir mehr. Achso, ich wollte die Folge beenden, ne? Haha. Ja, Leute, dann beende ich jetzt mal die Folge. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Und nächstes Mal geht es weiter bei Soul Reaver, würde ich schon gerade sagen. Heieiei. Bei Blutomen. Und ja, gucken wir mal, ob wir nach Willendorf gelangen. Also bis dahin, ne? Tschüss.